Auf welchem Wege kann ein Kaufangebot gemacht werden? Und die einfachste Antwort, die man hier geben kann, ist egal. Ja, das ist wirklich egal. Es gibt unendlich viele Wege hier, ja, und so weiter. Das kann also sein, schriftlich, mündlich, telefonisch, per Fax, per E-Mail, per SMS und so weiter und so weiter und so weiter. Es gibt also, egal heißt, es gibt keine Formvorschrift. Ja, in Deutschland gibt es für ein Kaufangebot keine Formvorschrift. Das mag im internationalen Handelsverkehr bei bestimmten Ländern durchaus anders sein. Sie sagen, wir wollen eine bestimmte Aufmachung für das Angebot, wir wollen eine bestimmte Aufmachung für die Rechnung. Das mag es alles geben. Aber hier ist das wirklich egal. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.